Hallo, ihr Lieben in besonderen Zeiten. So, wie ihr mich jetzt seht, wäre es ein Bühnenoutfit gewesen bei der Infotainment-Show, das Lustquell-Experiment. Und hier, das wäre genau in dieser Phase gewesen der Veranstaltung, wenn es darum geht, das trotzdem Potenzial freizusprengen. Ja, und was sich dann ereignet hat, jetzt das Unvorstellbare, kein Science-Fiction hat das jemals sich vorstellen können, was im Moment stattfindet. Und so werden bisherige Vorstellungen total gesprengt. Und heute habe ich zwei zufällige Begegnungen auf der Straße gehabt. Ich sehe also, da lächelt mir ein älterer Herr auf dem Fahrrad zu und ich komme ihm entgegengefahren und begrüße ihn mit folgenden Worten und sage, das ist besonders wertvoll, dass ich Sie heute sehe. Mehrfach wertvoll, habe ich das dann noch betont. Und er lächelt mich an und sagt, ja, Herr Seelenstylist. Und ich sage, hey, wie kommen Sie denn da drauf, dass ich der Seelenstylist bin? Ja, ich bin doch auf der Höhe der Zeit. Ich gucke doch im Internet. Er sagt, oh, das ist aber wirklich ein Kompliment für uns beide. Und dann sagt er, aber Herr Oltenneuer, warum machen Sie sich denn Gedanken wegen diesem Virus und überhaupt? Wenn geht es doch um uns Ältere und doch nicht um Sie. Und ich gucke ihn an und will dann da was sagen, was man dann halt jetzt so Political Correctness sagt. Und dann sagt dieser Mann, ja, also ich halte mich da dran, ich muss mich um eine 82-Jährige kümmern. Die ist bei mir in dieser Seniorenanlage, wo ich da wohne. Und die ist ja schon seit 10 Jahren am Sterben. Und ich sage, ja, aber Sie sind doch, und dann sagt er, nein, ich bin keine 82, ich bin im 93. und ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs und das werde ich auch jetzt machen. Und bei Wind und Wetter, ja, sag ich, weiß, ich habe Sie da gesehen und deswegen finde ich das ja wertvoll. Ja, und wissen Sie was, und wo ich jetzt hingehe, und deswegen muss ich leider das Gespräch beenden, ich gehe jetzt zu meiner Steuerberaterin, weil ein Teil meiner Rente wird eben finanziert durch Aktien. Steigt von dem Fahrrad ab und geht, und ich gucke ihm fassungslos nach und denke, was hat er da jetzt in meinen Gedanken gesprengt? Das ist das Bild, so antwortet er. Ein paar Minuten später treffe ich eine sehr religiöse Dame, die dann auch sagte, ja, als dass man jetzt in der Kirche und so, dass man da jetzt so im Stich gelassen wird, wie meinen Sie das denn? Und dann haben wir uns eben unterhalten und dann sagte ich, ja, obwohl wir diese Verdunstung der Religiosität haben, ist aber trotzdem eben bei sonstigen Krisensituationen oder auch, wenn es darum geht, dass eben Leute bei einem Attentat oder so, dann finden wir uns in der Kirche wieder zusammen. Und da sagte sie, ja, aber das Allerheiligste ist ja wenigstens ausgesetzt in einer Kirche in unserer Stadt. Und dann dachte ich, ja, aber das war doch zu Pestzeiten, genau die Zeiten, wo Heilige sich generierten, wo man bei den Menschen war. Und wir haben beide dann miteinander fantasiert und gesagt, es könnte doch möglich sein, dass es eben einfach ein Priester oder jemand, der sonst eben im kirchlichen Bereich tätig ist, sich in der Kirche aufhält. Und wenn dann eben Leute, und das wäre ja auch sprengen, eben Spritzen eben hereingespritzt kommen und die werden nicht zu Hunderten kommen, dass einfach mit denen gebetet wird und dass jemand da ist als Ansprechpartner. Das war so ein Gedanke. Und dann denke ich, ja, was ist denn los in diesen Zeiten und wie gehen wir überhaupt damit um und was heißt das eben auch im Sinne von Seelenstyling? Ja, und da war ich ganz schnell bei diesem Gedanken, dieser das Tiermensch. Das wird ja schon bewusst, wenn wir davon reden, vom Reptiliengehirn. Und das Reptiliengehirn, das ist ja so im allgemeinen Sprachgebrauch drin. Aber jetzt kommt ja noch der Emotional-Hamster in uns zum Tragen. Das heißt also, wir sind da ganz irrational und gleichzeitig wird einem das auch wieder deutlich. Weil wo ist der Mensch ganz Mensch? Ja, eben, wo ist er ganz bei sich, wo auch der König zu Fuß hingeht. Oder früher sagte man auch, ich gehe mal eben zu Königstigern. Ja, das ist die Toilette. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass man da, wo man dann wirklich ganz bei sich ist,
dass man dann eben auch diese Verfügungsgewalt in einer Zeit hat, wo so vieles passiert, wo Menschen gemeinsam verunsichert sind, weil wie sollen sie mit diesen Herausforderungen umgehen, wo so viele Gewissheiten gesprengt worden sind, wo man absolut auf sich verwiesen ist, dass man dann wenigstens Toilettenpapier hat und eben sein Smartphone. Und wie sagen gute Menschen in meiner Umgebung immer wieder, schlimmer geht immer. Ja, und jetzt stell dir mal vor, wir sitzen auf der Toilette, wir haben das Toilettenpapier um uns herum und dann würde auch kein Smartphone mehr funktionieren. Und wenn wir uns das alles vorstellen, dann könnten wir das psychologisch und sonst wo auch wirklich uns gut erklären. Wir beziehen uns auf Relationen, die wir kennen. Wir erleben das Leben so, dass wir dass nach vorne gelebt wird und nach hinten verstanden. Aber wir sind völlig orientierungslos. Und das natürlich im Sinne des Seelenstylings eine ganz, ganz große Möglichkeit, eine Option für uns, dass wir uns auf uns besinnen, dass wir uns selbst transzendieren können und über uns hinausdenken und dann sagen, ja, wie nutzen wir dann jetzt die Zeit? Die Zeit, wo wir mit uns selbst eben uns neu definieren können. Wenn wir gesamtgesellschaftlich auf diesem Reset-Punkt sind, wo unsere normale Routine einfach nicht mehr vorhanden ist. Ja, und wir sollten dann eben nicht in diesem Entweder-Oder denken. Oder wo früher Leute gesagt haben, das ist unvorstellbar, dass das alles außer Kraft gesetzt wird. Und nun dürfen wir das miterleben, dürfen wir diese gemeinschaftliche Erfahrung haben, die uns später nämlich wieder zusammenführt und auch diese Nähe durch Distanz. Da wurde auch schon ganz im älteren Bereich oft gesagt, eben Nähe durch Distanz heißt eben, dass wir dennoch verbunden sein können. Und wo uns das gelingt, wo wir uns auf uns beziehen, also selbst sein können, wir sein können und dann noch etwas Transzendierendes haben, also einen Sinn, der über uns hinausgeht, dann sind wir gut gewappnet in diesen Zeiten und vor allen Dingen auch, wenn es dann wieder besser wird. Und es wird ja wieder besser. Und diese Dame, von der ich eben sprach, die sehr religiös gebunden, die hat gesagt, ist doch toll, dass es gerade jetzt in dieser Fastenzeit geschieht. Und da sage ich, ja, das ist gut, wenn wir dann eben wissen, dass Epiphanie und die Auferstehung schon Ostern ist. Aber vielleicht, und das ist ja auch wieder so eine Frage, wann wird das sein? Und so werden wir, damit wir nicht in eine Panik geraten, sondern eben ja, beseelt und immer noch uns beschenkt fühlen, wir eben wissen, dieses bei sich sein und bei dem anderen sein, dass wir einen sozialen Egoismus leben, in dem wir auf den anderen verwiesen sind und gleichzeitig allerdings auch irgendwie alleine zurechtkommen müssen und dann wieder gemeinsam. Und wo das möglich ist, und das wünsche ich uns allen, wenn wir dann wieder auf der Toilette sitzen, dass wir diesen Hamstermoment in uns beschmunzeln und diese ganzen Paradoxien, die wir jetzt erleben, dass das eben auch Wachstumschancen sind, die dort eben vorhanden sind, indem wir sie gemeinsam auch gestalten, eben stylen in unserem Inneren. Und dazu möchte ich uns alle einladen, genau mit diesem Gedanken, wo früher das noch klar war, wo es verteilt war, als es hieß, wir haben die Zeit, und ihr die Uhr. Und im Moment ist nicht mehr klar, wer die Zeit und wer die Uhr hat. Aber eins ist klar, wir werden es gemeinsam be- und erleben. Und in diesem Sinn wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder neu schmunzeln und vor allen Dingen gesund schmunzeln. Weil in diesem Schmunzeln steckt auch eine Distanz zu unserem jetzigen jeweiligen Sein und zu den Paradoxien, die wir alle erleben. In diesem Sinn, uns alle ein gesundes Schmunzeln.